Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind schon wieder live auf Twitch mit Sim, mit Planet Zoo. Wir haben gestern das letzte Mal gespielt und ich bin so ready und ich habe so Bock, dass wir direkt wieder spielen heute. Ich habe die Kommentare vom letzten Part noch nicht gelesen, das heißt von Part 3 werden wir die Kommentare im nächsten Part lesen. Da schauen wir dann die von Part 3 und von diesem, also Part 4 nochmal an. Aber da sind noch nicht so viele drin und es lohnt sich jetzt noch nicht, weil wir es gestern erst live gestellt haben. Joycey, willkommen im Stream, hallöchen. An der Seite werdet ihr ganz lieb begrüßt von den Zuschauern, die auch gerade live auf Twitch mit dabei sind. Das Ganze ist wie immer Livestream. Bei mir gibt es ja hauptsächlich Livestreams und ja, ich freue mich jetzt total. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Let's go, Leute. Ich bin ready. Ja, Wundertüten Zoo, wir kommen. Super Sache. Kommt zu uns auf die dunkle Seite YouTube. YouTube. Komm rüber. Ja, genau. Also wir werden, wir haben im letzten Stream... Wir sind back. Wir haben tatsächlich gerade relativ gut Geld. Unser Zoo sieht aktuell so aus. Ich mache immer mal eine Bestandsaufnahme. Also hier kommt man rein. Hier sind die Mitarbeitergehege. Da halten wir unsere Mitarbeiter. Hier ist unser großer Streichelzoo. Und hier haben wir die Vivarien gebaut. Es fehlt noch echt an einiges. Wir haben wirklich noch nicht so viel Zeug. Aber wir sind gut dabei. Unseren Tieren geht es eigentlich ganz gut. Wir machen hier mal noch einen Mülleimer hin. Nee, es geht eigentlich allen ganz gut, muss ich sagen. Ich bin sehr happy, wie es läuft. Vielleicht machen wir da Bänke hin. Diese Dreckspätze ist so, ne? Widerlich. So. Dann machen wir da noch tolle Natursachen hin. Ich habe gerade, glaube ich, noch das gefiltert, oder? Schon wieder aus Versehen irgendwelche Bäume gefiltert. Biome. Tropen wollten wir. Genau, weil das sieht irgendwie ganz schön aus, wenn wir hier so ein bisschen tropisch unterwegs sind. Dankeschön, Lisa. Ja, ich gebe mir Mühe, dass es, dass unser Zoo gut aussieht. Aber ich bin auch sehr happy, muss ich sagen. Ich bin halt immer noch ein bisschen anfängermäßig unterwegs und habe auch noch nicht alles verstanden, aber... Du kennst es nicht, Ayumi. Das ist ein... Wie beschreibt man denn? Haben wir den Game-Command noch? Wir haben da einen ganz tollen Command nämlich für, um das Spiel ein bisschen zu beschreiben. Ist das mit Game noch drin? Ah, perfekt. Guck mal. Planet Zoo ist ein Zoo-Simulator-Spiel für den PC und die Konsole mit authentischen lebenden Tieren, die denken, fühlen und die Welt erkunden, die du kreierst. Erlebe eine Kampagne, die dich um die ganze Welt führt oder lasse dich im Sandbox-Modus deiner Vorstellungs... Lass im Sandbox-Modus deine Vorstellung freien Lauf. Erschaffe einzigartige Gehege und riesige Landschaften. Triff große, bedeutsame Entscheidungen und pflege deine Tiere, während du wildesten Zoo der Welt erbaust und verwaltest. Wie Niet Mülleimer. Hamba! Guck mal. Ja, Quack, wir haben gerade gewechselt. Und das ist halt so schön, weil dieses Spiel echt... Es ist ein Zeitfresser. Man muss auch Bock drauf haben. Es ist so cool. Diese Bäume dann immer plötzlich, ne, die da so reindroppen. Die haben da echt einfach Müll hingeschmissen, die Schweine. Wer inzuchtisiert hier, hört ihr auf, Inzucht zu betreiben. Ich mag es nicht gerne. Och, Mapel. Du Nudel. Wenn ich zum Beispiel auf die Tiere klicke, sehe ich, wie es ihnen geht. Es kommen auch immer Meldungen, wenn es den Tieren nicht gut geht. Also wir haben zum Beispiel aktuell in unserem Zoo, wir haben Esel, eine Babyesel. Wir haben Schafe, Alpakas. Wir haben auch Vivarien. Emmy, hallo, habe ich das jetzt schon gesagt? Wir haben Frösche. Wir haben Skorpione.
Und wir haben Schlangen. Und ich gucke jetzt auch direkt mal, ob wir vielleicht wieder... Oh, guck mal, wir können wieder Frösche auswildern. Aber da muss ich auch direkt nochmal recherchieren. Wir haben 2 männliche Frösche im Gehege. Und hier sind 3. Der ist nämlich Gold. Ist Alejandro... Nee, der ist nämlich nicht Gold. Vielleicht müssen wir den mal auswildern. Alejandro, du bist mir nicht so gut. Du musst in mein Handelszentrum, bitte. So, dann haben wir Theo. Theo ist halt leider auch nicht so gut. Den habe ich jetzt auch mal ausgewildert. Es klingt böse, Leute, aber es ist nicht böse gemeint. Wir lieben unsere Tiere, ja. Aber wir holen jetzt ihn hier wieder rein. Weil der ist gut fruchtbar und macht gute Sachen. Was ist mit Honorent? Oh ja, okay. Aha. Isabella. Oh, Isabellas Gold. Was auch immer das bedeutet, gell? Ich gehe halt jetzt immer nach diesen Sachen hier, ne? Okay, und dann können wir die aber freigeben. Und kriegen wieder Münzen dafür. Perfekt. Okay, die haben wir erfolgreich ausgewildert bzw. hergegeben. Jetzt gucke ich mal, wie weit unsere Zoohandlungsforschung ist. Oh, guck mal, Mechaniker sind fertig mit dem Essenstand, glaube ich. Wie sieht es mit der Veterinärforschung aus? Frosch, bitte Frosch. Ah, okay, wir haben die Krankheit fast fertig erforscht. Beim Frosch ist er immer noch dran. Wir haben die Krankheit fertig erforscht. Das ist super. Ich würde fast sagen, dass wir als nächstes uns um die Skorpione kümmern. Dass die erforscht werden und ein besseres Gehege bekommen. Das macht Sinn. So. Ist er da abgeschlossen? Getränkeladen, okay, ja, mach weiter. Ziehen Sie mehr Besucher an, okay. Isabella ist ein Goldstück, ja, ja. Ja, ich wollte tatsächlich, dass wir noch ein paar mehr Schafe kriegen, aber irgendwie hat das nicht so gut geklappt, ne? Soll ich noch eine Hygienestation jetzt bauen oder was? Vielleicht noch in die Mitte vom Weg, ne? Dann ist es vielleicht auch nicht immer so schmutzig. So. Backseat Gaming wieder erlaubt? Ja. Also nicht rumkommandieren, aber auf jeden Fall Feedback geben und so gerne. Aber rumkommandieren ist nicht. So, dann schieben wir den mal weiter runter. Ja, darfst du, Tamriel, auf jeden Fall. Also ihr dürft mir gerne Tipps geben. Wir spielen das Spiel schon zusammen. Was ich nicht so gerne mag, ist, wenn jemand sagt, du musst und hier von wegen Stein. Also so kurze Sätze hasse ich, weil was soll ich mit Stein anfangen? Da wäre der Satz, du kannst da noch ein paar Steine hinmachen, sehr angenehm. Und auch einfach da auch wieder respektvoll wie immer halt, Leute. Also ne, kommandiert mich bitte nicht rum, sondern gebt mir gerne Hinweise. So, hey, mach doch da am besten noch eine Toilette hin oder sowas. Das ist ganz, ganz toll. Aber ja, so wie ihr auch gerne möchtet, dass man mit euch redet, okay? Und wenn das nicht passt, dann werden die Mods das schon sehen und auch kommentieren. Oder ich kommentiere das. Aber ihr dürft super gerne mitspielen. Florian, Hallöchen. Frechner, Hallöchen. Na, geht's euch gut? Das ist vielleicht ein bisschen groß für die Ecke, ne? Meinst du, ich habe die gerade erst platziert, die Mülleimer tatsächlich, die 2. Vielleicht ist es einfach noch nicht angekommen bei den Leuten. Kann es sein, dass es dauert? Mir geht's auch gut, dankeschön. So sauber macht Dings Typ, ja. Macht es, Jessie, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Machen wir noch ein paar Tropenpflanzen hin. Das passt ja hier super rein. Finde ich sehr hübsch, ey. Aber die jetzt nicht so. Guck mal, das sind mit Blüten. Ja, ist ein bisschen wild, aber das macht nichts, oder?
Hat jetzt nicht so ein Konzept, mein Garten hier. Ich mach dann vielleicht auch noch ein bisschen Spray hin, ha? Huh? Mache ich an Sims auch immer? Oh nee, der ist mir viel zu groß, der Busch. El Busho. Wisst ihr, El Busho? Ich gebe mir auf doppelte Oschobili. Ich verstehe immer, was die sagen. Das ist immer besonders interessant. Nee, das ist viel zu groß. Ja, aber ist doch hübsch. Vielleicht eine Bank zu viel, oder? Vielleicht machen wir dazwischen rein. Ah, guck, da putzt er. Ich glaube, dass die echt... Oh, jetzt hört doch mal auf, ihr Schafe, ey. Vielleicht war es wirklich einfach noch nicht ready gewesen. Machen wir da ein Gartenbeet rein? Ich hatte hier hinten so ein Beet. Die Dinger. Ey, da hat jemand seinen Luftballon verloren. Ich habe es genau gesehen. Oh. Das ist ein bisschen groß. Gibt es das auch in weniger groß? Wo waren das her? Ich glaube, bei Einrichtung? Nee, bei Natur und dann Garten, ne? Nee, oh Mann. Ah doch, ich habe noch den Tropenfilter drin. Hm, ist eigentlich schon hübsch. Bisschen groß, ne? Ah. Weil eigentlich schon schön. Unsere Schafe vermehren sich schon wieder. Habe ich jetzt den Tipp überlesen? Tamriel? Oder hast du es schon geschickt? Ui, habe ich jetzt nicht gesehen? Also ich habe jetzt nichts gelesen, glaube ich. Ja, nee, also wir machen YOLO-Konzept. Ah, jetzt. Warte mal, jetzt können wir die Skorpione wieder verschönern, hier das Gehege. Weil wir jetzt, ne? Ja. Ja, also ich habe mich entschieden, dass wir jetzt für den Anfang wirklich erstmal ein bisschen mehr auch fertige Objekte verwenden und gar nicht so viele Sachen selbst bauen, einfach weil das mein erster Zoo seit Jahren ist und ich da ein bisschen reinkommen möchte. Aber ich bin natürlich offen, wenn wir nicht merken, so ey, jetzt habe ich meinen Zoo im Griff oder unseren Zoo besser gesagt im Griff und es macht mir voll viel Spaß, dann bin ich auch echt ready, dass wir da ein bisschen mehr noch investieren und es auch ein bisschen größer aufziehen, das Ganze. Jetzt am Anfang bin ich noch so fresh dabei, dass ich erstmal, ne, klarkommen muss sozusagen. Den Mülleimer mitten rein sieht besser aus, oder? Willkommen zurück, Pauline. Oh, sorry, Paulinchen. Immer, wenn... Oh, ich bin immer unsicher. Ja, dann müssen die Leute halt durch den Baum durch, ne? Das ist auch nix. Naja. Ist doch egal. Dafür ist er schön. Ach, süß. Ach, war das der Hund von gestern? Oh nee, das ist der Hund. Oh mein Gott, ich bin feini, ey. Ich bin feini. Oh, die Schnefka hat auch ein tolles Bild geschickt. Ach Mann, wie schön. Natur pur, Leute. So klasse. So, den nehmen wir jetzt mit und stellen den hier in die Mitte. So, und ich kann doch jetzt... Wartet mal. Ich kann doch jetzt diese Sachen hier alle kopieren, oder?
Grüßt bei der Gruppe Sapi sind hier. No problem. Aha. Wisst ihr? So, dann machen wir die Bänke dahin. Oh, ist das cozy, ey. Love it. Oh, der ist nicht ganz mittig. Dann nehmen wir die Pflanze noch, machen die hier hin. Oh, schön, ey. Sunny, willkommen zurück. Ja, also ich bin noch nicht so drin im Thema Workshop, Tamriel. Wir haben einen Kinderspielplatz jetzt runtergeladen aus dem Workshop. Ich will da jetzt kein riesen Ding draus machen oder eine Challenge oder so. Da bin ich einfach noch zu weit entfernt von Blender zu. Wenn ich das Game dann mal ein bisschen verstanden habe und ein bisschen mehr als nur zwei Gehege habe, also ein Streichel so und die Vivarien, dann sehr, sehr, sehr gerne. Aber lass uns das gerne in Ruhe machen, weil ich muss, wie gesagt, erstmal reinkommen in das Game. Und das, ja, ich kann mich da jetzt nicht mit außer Planet-Zoo-mäßigen Themen noch beschäftigen, wie zum Beispiel das, dem Workshop. Aber sehr gerne in der Zukunft. Ah, du heißt Paulina, ja? Weil wir haben eine Pauline, Paulinchen. Und deswegen sage ich immer Pauline. Und dann bin ich immer so, nee, warte mal, du heißt ja Paulinchen. Und dann bin ich immer ganz raus, ne? Bin ich immer ganz raus, du. Ich würde mir wünschen, dass man das hier noch verkleiden kann. Haben wir da eine schöne Wand für? Weil das gefällt mir gar nicht. Ah ne, das ist eine Fütterplattform. Wir brauchen Einrichtungen, ne? Nee, was ist es denn? Bau? Wand? Architektur? Wände? Ja. So eine Betonplatte. Das haben wir, Schokokuki. Also wir haben bei den Vivarien eingestellt, dass sie automatisch eingelagert werden. Und ich gucke dann, was wir davon praktisch verkaufen. Weil ich wollte nicht, dass sie automatisch alle weg sind, sondern ich wollte halt wirklich noch ein bisschen den Überblick behalten. Deswegen haben wir das jetzt so eingestellt, dass wir praktisch so eine, ja, ne? Automatische Sache, ohne dass es komplett automatisch ist. Sieht es gut aus? Schon. Oh, Hilfe, Hilfe. Schon, oder? Ich passe die gleich noch an, aber... Ups. Japp. Hä? Ich... Ach nee, ich will ja gar keine Gruppe. Immer dieses Gruppendenken, ey. Ich möchte bitte diese eine einzige Wand... Diese. Jetzt mach doch die Gruppe weg. Gruppe trennen. Ah ja, guck, das muss ich alles noch lernen. Guck, das alles noch lernen. Ach so, ich sehe jetzt natürlich nicht, ob das zu weit drin steckt, ne? Ja, das ist schon cool, was da alles möglich ist, ne? Sage ich ehrlich. Schon sehr, sehr cool. Das sind einige Sachen, die ich bei Sims mir auch wünschen würde. Das macht das Spiel halt sehr komplex, aber ihr seht es ja, ne, an meinem Beispiel, also an mir, dass man das alles nicht machen muss, ne? Man kann... Aber man muss halt nicht. Wir können es auch viel einfacher halten, alles. Oh, das gefällt mir jetzt so gut mit den...
Schön, 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 ey. Toll. Na, guck mal, hier haben wir auch die Seite zugemacht. Da würde ich fast nochmal das Gleiche nehmen. Niki, Hallöchen. Vielleicht kannst du noch Ranken-Kletterpflanzen drauf machen. Ja, da gibt es bestimmt welche, oder? Bestimmt. Mal gleich mal gucken. Oh, da habe ich jetzt zwei platziert. Hilfe. Gibt es auch irgendwie so ein 90-Grad-Tool, dass ich sagen kann, ich möchte das jetzt um 90 Grad drehen? Erweitertes Drehen. Weil... Unten links Winkelausrichtung einschalten. Man kann Winkel einstellen. Aha, okay, danke. Ja, ich sehe es gerade. Okay, perfekt. Das ist gut. Ich meine, jetzt habe ich es eh schon rumgefummelt, aber das ist gut zu wissen. Dankeschön, ihr Lieben. Da müssen wir dann vielleicht einen Balken setzen. Oh, das sieht so klasse aus. Love it. Love it. Das ist übrigens das, was wir erforscht hatten, ne? Dieses Holz hier. Das hatten wir nämlich nicht von Anfang an. Das ist diese neue Welt, die wir erforscht haben. Die war mir wichtig. Aber gibt es davon auch Balken? Entschuldigung. Ich bräuchte neue Weltbalken. Es gibt keine neue Weltbalken, Hilfe! Okay. Ich wollte gar keine neue Weltbalken haben. Ui. Was sieht das mega aus? Ich weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht für Getränke? Oh mein Gott, ist das... Das könnten wir auch als Eingang, aber es ist ein bisschen groß, ne? Toll. Das ist alles ein bisschen groß. Aber das wäre hier drin ziemlich cool, glaube ich. Och, die mit ihrer Inzucht. Wir müssen gleich mal die Schafe kontrollieren gehen. Oh Mann, Leute, die machen ganz wilde Sachen im Schafgehege. Hä? Gibt's da jetzt ein Dach oder sowas? Eine vertikale Holzplatte. Ha. Sophie, Hallöchen. Niki, habe ich jetzt Hallo gesagt? Mach mal. Viel Erfolg beim Aufräumen. Ich war jetzt so abgelenkt. Ich glaube, ich habe Hallo gesagt. Und Sophie, Hallöchen. Oh, macht es. Sehr schön. Macht es. Ganz viel Spaß. Vertikal. Nee, das funktioniert irgendwie nicht so. Geht denn das nicht da oben drauf? Ach so, weil es wieder mal eine Gruppe war. Nee, ne?
Nee, nee. Lass mal's. Fertige Dächer, Satteldächer. Grünfläche drauf. Ja, ich würde gerne das mit den Dächern mal verstehen, ne? Aber ich glaube, da bin ich noch nicht so weit. Nee, wir lassen das mal noch mit den Dächern, okay? So, wir wollten noch Ranken. Ranken. Tropenranken hätte ich gern. Ups. Hallo Mama, das ist weg. Ja. Tropenranken. Jasmin, wo sind die Tropenranken? Sag mal. Jasmin, mussten sie hin? Ich hatte vorhin welche gesehen. Nee, das sind keine Ranken. Die sahen noch ganz komisch aus. Wo sind denn die jetzt? Ach, wahrscheinlich bei allem, ne? Ja, gucke, Tropenranken. Ach so, aber wieso muss ich die jetzt selbst so komisch platzieren? Och, nö. Ach, du grüne Neune. Das ist auch ein bisschen eine Wissenschaft für sich, besagte Ranken. Aha. Naja. Hast du dir das so vorgestellt, Jasmin? Dächer im Blended Zoo sind Pain. Oh, nee, wirklich? Oh, das ist nicht gut. Ich bin gerade dabei, die asiatische Familie zu erstellen. Und was ist das bitte schwer ohne Sisi? Bin ich gar nicht so gewöhnt. Ey, geht mir auch so. Ich fühle das voll. Wenn ich, ich habe doch diese Challenge vor kurzem gemacht. Sims mit und ohne Sisi. Es war so schwer, ne? Larissa, willkommen im Stream, hallöchen. Ich bin der Meinung, dass du Objekte, und hallo, ich bin der Meinung, dass du Objekte auch um 90 Grad drehen kannst, einfacher als jedes, wenn du einmal J drückst, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Okay, warte mal, das probiere ich doch direkt mal aus. Du meinst, warte mal, wenn ich, oh, der Farn ist ja toll. Oh, Moment, ich muss noch schnell den Farn platzieren. Oh, ich bin auch wie so ein Kind, das sich alle 3 Sekunden von was anderem ablenken lässt. 90 Grad. Ey, hallo? Hat er mir das jetzt in den Boden gesetzt? Nee. Ja, nimm doch. Okay, also. Y. Ah, Y drücke ich nie, ne? Nee. Nee, ich habe bisher... Nee, also Y ging gerade nicht, aber ich probiere es gleich nochmal. Was der da immer singt, ne? Ja, obendrauf wäre wahrscheinlich wirklich nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, das ist mir jetzt gerade zu viel Aufwand, muss ich gestehen. Weil das scheinbar nicht so einfach ist. Ich mache es mir jetzt einfach, indem ich das Kopieren darüber setze. Dann vielleicht... die Seite müssen wir es auch noch machen, ne? Okay. Levos, hast du eigentlich auch mal Planet zugespielt? Mhm, okay, ich probiere das jetzt. Ich nehme jetzt mal einen Busch. Jetzt habe ich schon wieder X gedrückt. Moment. Oh mein Gott, Hilfe. Aber das... Okay. Guck mal, Breakdance Busch. Ja, okay, das ist ein super Tipp. Dankeschön. Ach, Leute. So kriegen wir das hin, das Spiel. Was ist passiert? Ach, jetzt mach doch mal nicht so einen Kacki da rein, ey. Tierpfleger, kommen Sie bitte. So, wie sieht's in unserem Vivarium aus? Oh, wir haben schon wieder tolle Tiere zum Hergeben. Fernando. Hä, Fernando? Ich habe es auch noch installiert. Oh, cool. Vielleicht ist das auch mal wieder was für dich, ha? Huh? Martin und Alfonso. Okay, Alfonso. Und Martin, wie siehst du aus? Nicht so gut, Martin. Weg mit dir. Ich glaube, ich
hol die mal zurück und guck mir mal an, was wir jetzt haben. Elena. Ja, Elena sieht gut aus. Dann schicken wir Fernando wieder rein. Ein Männchen reicht doch, oder? Ich glaube schon. Das ist so cool, ey. Schon 53 Blätter. Wir können uns bald ein neues Tier holen. Ein gutes. Sind alle gut. So, wir können wieder das, wir haben, aha. Mögli, stopp! Pause! Ui. Mögli, weißt du, was wir machen? Du darfst in Altersrente gehen. Mögli, warte bitte auf mich. Du darfst doch in Rente gehen. Stopp! Bevor sie wieder stirbt. Mögli! Mög. Gut. M wie Mögli. Wie Mögli. Danke für deinen Lurk-Support, Ella. Mögli. Mögli wird umgesiedelt ins Seniorenheim. Ja. Mögli, du Maus. Das ist so schön, dass das geht. Das macht mich richtig glücklich, ne? Andreas, das Alpha. Hä? 1, 2, 3, 4. Seit wann haben wir 4? Seit wann haben wir... Oh mein Gott, Colleen ist unfruchtbar? Ach, weil ich ihr die Pille gegeben habe, damit sie nicht mit Daddy und Dinge tut. Oh mein Gott, Leute! Julius und Colleen! Wir geben beide mal frei, oder? Oder nur Julius? Dann ist er im Handelszentrum und was geht dann ab? Tieraufbewahrung, Handels... Wo ist er denn jetzt? Wo habe ich ihn jetzt hingebracht? Wo... Hä? Wo habe ich ihn jetzt hingebracht? Ich wollte ihn doch hergeben. Wo ist er denn jetzt? Habe ich es jetzt falsch gemacht? Und wie sieht's hier eigentlich aus? Eigentlich ganz gut, ne? Wie sieht's mit den Schafen aus? Die machen gerade wilde Sachen. Was ist denn hier eigentlich? Außenseiter! Ja, wir haben ein Rudelproblem, glaube ich. Wir haben ein Rudelproblem bei den Schafen. Da müssen wir jetzt mal intervenieren. Wir haben ein Rudelproblem bei den Schafen. Wir haben viel zu viele männliche. Ich glaube, dass die Schafe nämlich gar nicht so viele männliche wollen. Wir müssen mal kurz recherchieren. Die Rudelgröße 3 bis 5, 5 bis zu 49 Männchen. Also wir haben, glaube ich, gerade ein zu hohes Männchenverhältnis bei unseren Schafen. Da müssen wir mal ein paar weggeben. Wir gucken erstmal nach der Beliebtheit. Also vielleicht die 3 abgeben, ne? Ja, müssen wir, Leute. So. Und dann hoffe ich, dass es besser klappt, ne? Dass die sich da nicht so beefen jetzt. Luca und Hans sind Verhütungsmittel. Das ist super. Warden, warte mal, ich mach mal Play. Genau, die werden jetzt wegkommen. Merlin ist unfruchtbar. Mela, aber Mela habe ich doch gerade auch... Ist das eine Männchen, das wir haben, eine Außenseiter? Oh, unser kleines Babyschäfchen. Erwartet Nachwuchs, Außenseiter. Ich hoffe, das wandelt sich jetzt. Und Mela, was ist denn mit dir? Du bist doch älteres Tier. Mela. Scharf. Können wir dich auch schon in die Senioren... Wir können Mela auch schon in die Seniorenresidenz schicken, Leute. Das machen wir doch. Schön. Bimsi, Hallöchen. Toll. Haben wir doch super im Griff.
Warum macht das so viel Spaß? Ich habe nicht damit gerechnet. Okay, ich glaube, die Getränkeläden sind jetzt aber auch voll erforscht, oder? Alltagsthema, Barrieren. Ich glaube, wir erforschen als nächstes mal die Barrieren. Genau, Getränkeladen ist komplett erforscht. Super. Und wie sieht's aus hier? Dass der immer noch an dem Frosch forscht, das nervt ja. Genau, Bimsi, wir sind jetzt zu Planet Zoo gewechselt. Bildung. Wie gehen wir auf Bildung? Brauchen wir dafür ein Infozentrum? Ist Information gleichzeitig Bildung? Würde Sinn machen, oder? Würde ja sagen, gell? Ich meine, wir sind ja eigentlich digital unterwegs. Oder Werbetafeln, Lautsprecher, Tierinfoanzeigen. Aber das habe ich eigentlich überall gemacht. Achso, da haben wir halt nur einen Bildschirm, ne? Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir noch das andere Vivarium füllen und dann ein neues Gehege bauen für ein weiteres Tierchen. Vielleicht Schildkröten, große Schildkröten. Die haben immer noch kein... Oh, da ist die Schlange schwanger! Ich wollte gerade sagen, immer noch keine Kinder, aber doch! James, klappt es mit der Fruchtbarkeit hier und dir? Kurze Frage. Machst du mal Babys, bitte? Oh, der ist so attraktiv, ne? Uff. Oder muss man da noch was erforschen, was Bildung angeht? Oh, wir haben wieder was. Skorpion, perfekt. Das heißt, die bekommen jetzt noch... Nö. Schildkröten finde ich pain, weil die sich so schnell vermehren, ne? Aber andererseits ist es gar nicht so schlecht, nach einem Streichel zu Schildkröten zu haben, finde ich. Also so von der Überlegung her jetzt. Schnappschildkröten. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich hier ist mir ein bisschen zu leer, weil die mögen halt hier nicht so gerne Büsche und sowas. Deswegen wollte ich hier neben noch ein paar machen. Und aus welchem Grund? Also was ist der Grund, Paulinchen? Also einfach, weil du sie nicht so gerne magst? Oder weil zum Beispiel die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen? Oder das Gehege dann voll groß sein muss? Also ich müsste schon wissen, warum wir das jetzt nicht machen sollten, damit ich auch verstehe, was als nächstes Sinn macht. Erdmännchen? Oh, da muss ich aber bestimmt eine Höhle bauen, oder? Die wollen doch bestimmt Höhlen. Geroppa.
Wollen wir Erdmännchen machen? Ihr scheint mir Erdmännchen begeistert zu sein. Ich würde das mal beiseite stellen. Weil ich glaube auch, dass mir der Weg jetzt hier doch ein bisschen zu... Was ist denn ein breiter Weg überhaupt? Okay, Andreas wird bald erwachsen, unser Alpaka. Nee, nee, alles gut, Paninchen, aber das... Ach so, genau, hast du erklärt. Weil die kleinen Tiere sind meistens keine Fleischfresser und Fleisch kostet viel. Super, okay. Und weil kleine Gehege erstmal nicht so viel kosten und schneller gemacht sind, okay. Und Erdmännchen fressen aber kein Fleisch, ne? Nehme ich an. Schildkröten fressen Fleisch? Die fressen doch Gemüse. Was? Was? Was fressen Schildkröten? Erdmännchen fressen Insekten? Oh. Dann ist es schwierig mit Erdmännchen. Zählt das? Jetzt bin ich verwirrt. Leute, ich bin maximal... Warum? Terrain-Bearbeitung ist schiefgegangen? Gibst du mir bitte das Klo jetzt wieder? Ach so, weil es da reinglitscht. Ja, gut. Immer diese Erdmännchen. Oh Mann. Okay, dann erforschen wir die Schlange. Momo, Hallöchen! Hab kleine Babyotten, süß! So, so süß. Ja, leider kenne ich mich gar nicht so gut aus mit Tieren, merke ich gerade. Aber warum ist das ein anderes Holz? Das stört mich. Guck mal. Das ist alles neue Welt hier, ne? Zum Beispiel. Dieses Holz ist neue Welt. Und warum ist das hier so anders? Okay. Okay, danke fürs Feedback. Die sind halt ugly, die Toiletten, ne? Sind wir mal ehrlich. Andererseits kosten sie halt auch nicht viel Platz. So. Dann könnten... Ja, es läuft ja aber auch keine... Wieso haben wir da hinten eigentlich einen Weg? Laufen die Leute nicht out... Ah, vielleicht kaufen wir irgendwann... Nee. Laufen die... Ach, ist doch egal. Ja, ist doch egal, Leute. Lassen wir es einfach. Okay. Ey, wieso geht denn das jetzt da runter? Können wir eine Abstimmung machen? Für was? Wie die heulen, dass sie da angespuckt werden. Gib mir die Wand. Erdmännchen ja oder nein? Ja, ich denke, Erdmännchen passt, ne? Es haben jetzt viele Erdmännchen gewollt. Nehmen wir doch die Erdmännchen. Ich mache gerne Abstimmung, wenn es immer so unentschieden ist. Wenn alle immer so unsicher sind. Dann mache ich gerne Abstimmung. Aber das ist ja jetzt relativ klar, dass wir Erdmännchen kriegen. Aha! Y gedrückt! Na? Leute, ich muss lästern. Wollt ihr was hören? Gestern, ne? Haben unsere Nachbarn von nebenan, wir wohnen ja in einem Doppelhaus, ne? In der oberen Etage.
Und unter uns wohnen noch Menschen. Und neben uns wohnen auch Menschen. Ist wie gesagt eine Doppelhaushälfte. Und unsere Nachbarn, die neben uns praktisch wohnen, die sind relativ jung noch. Also ich würde mal sagen, so alt wie wir. Und die haben gestern irgendwas gesägt. Keine Ahnung. Es war schon ein bisschen später. Und dann haben sie einfach irgendwas gesägt. Und es war schon relativ laut. Aber es war 17 Uhr. Nee, sorry, 19 Uhr, also noch relativ früh, ne? Und dann haben sie halt irgendwas zurechtgesägt. Das war schon, wie gesagt, sehr laut. Aber das Problem war eigentlich nur, dass es halt krass geraucht, weil die mit einer Motorsäge irgendein Holz zerschnitten haben in dem kleinen Gartenbereich, ne? Es ist halt nicht viel Platz und es raucht halt. Und wir sind halt schnell hochgerannt, haben die Fenster zugemacht, weil unsere Dachfenster direkt über denen oder neben denen sind und es zieht immer schön rein bei uns, auch wenn die grillen und so. Überhaupt nicht schlimm, ne? Aber es ist halt zugemacht. Und dann haben wir mitgekriegt, wie unser Nachbar von unten drunter in seinem Garten stand und ihm den Vogel gezeigt hat und gefragt, was dem einfällt, samstags um 19 Uhr um 7 Uhr im Garten zu arbeiten. Also da frage ich mich auch, wie spießig man sein kann. Ja, okay, wenn die jetzt zum Beispiel kleine Kinder hätten. Wenn ich wüsste, meine Nachbarn unten drunter haben ein Baby, ja, dann hätte ich wirklich gesagt, okay, das war brutal laut. Ich meine, es ist immer noch Samstag 19 Uhr, das ist keine Ruhezeit, ja, soweit ich weiß, aber da hätte man Rücksicht nehmen können, ja. Aber meine Nachbarn sind Senioren, ja. Nicht mehr berufstätig und so weiter. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, wie krass kann man sein so. Also, ja, und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt denken die bestimmt, dass wir das auch so sehen. Und dann habe ich, als ne, die dann unten wieder drin waren und so, bin ich raus und habe gesagt, ich wollte nur schon Bescheid sagen, uns hat's nicht gestört. Ich mir dachte nicht, dass sie dann denken, wir sind genauso, ey. Weil wir kennen uns noch nicht so gut, die sind noch nie so lange hier. Und ich habe mir nur gedacht, ey, dass die denken, wir sind genauso spießig und böse. Deswegen habe ich dann gleich klargestellt, macht ihr, was ihr wollt, uns hat es nicht gestört. Ja, so. Jetzt kennt ihr die Geschichte. Das war wild, Leute, das war sehr, sehr wild. Sehr unangenehm, also es war wirklich unangenehm. Ach, jetzt hat er eine Gruppe draus gemacht, das wollte ich nicht. Nachbarschaftsgeschichten, ja. Ich meine, ich verstehe ja, dass das stören kann, ne? Aber es war ja auch klar, dass der das jetzt keine 3 Stunden macht, ne? Also es war mir klar, es war dem Enfi klar, dass das jetzt eine Sache von ein paar Minütchen ist. Also da muss man jetzt auch nicht ausrasten und komplett, ne? Also wirklich. Das war schon ein bisschen peinlich auch. Ist das schön? Fremdschämen. Es war unangenehm. Anni, Hallöchen. Es war unangenehm, weil ich wirklich dachte so, ey, jetzt denken die vielleicht von uns. Ich meine, ne, die wissen, dass wir relativ jung sind, so, wobei das auch mit dem Alter nichts zu tun hat, ne? Aber ich habe mir dann nur gedacht, boah, ich muss unbedingt sagen, dass wir damit jetzt kein Problem hatten. Nicht, dass die jetzt echt sich voll die Sorgen machen und denken, boah, alle Nachbarn hassen uns so, wisst ihr? Wie kriegt man denn diese blöde Ecke jetzt zu? Ist das Glas? Das geht doch, oder? Was macht man denn sowas zu? Hä? Weiß ich jetzt nicht. Wie geht das zu? Ach. Aber ist das nicht so groß? Nee, das ist das nicht. Da ist noch ein flacheres. Oh ja, jetzt sehe ich's. Dankeschön. Hilfe! Ja, dies von, ne? Wow, ich habe meine erste Hütte gebaut. Ja, ist jetzt nicht so semi-professionell, aber ich habe meine erste Hütte gebaut, Leute. Wollen wir mal ein bisschen drüber reden? Wie krass besagt die erste Hütte ist? Oh, wieso machen wir eigentlich gerade miese? Was ist da los? Ja, das ist doch okay!
Ist doch süß. Ja, du meinst wahrscheinlich, weil das jetzt krumm ist, ne? Und das jetzt... Oder? Weswegen meinst du? Guck mal. Oh. Unser Esel! Oh toll, unser Esel paart sich wieder. Lexi und Andreas. Toll. Hier. Oh, da sind Leute! Was, wo habt ihr euch jetzt verlaufen? Wart ihr auf Klo oder was? Wo waren die denn jetzt her? Naja gut, wir können jetzt mal nach Bauplänen gucken, ob der Kinderspielplatz da reinpasst. Wieso nicht? Warum ist der jetzt gesperrt? Warum sind denn die jetzt gesperrt? Wegen des Preises? Oder müssen wir erforschen? Wahrscheinlich. Ich finde, ein paar Informationen fehlen mir manchmal. Ich hätte gern manchmal mehr Informationen. Macht es Bimsi viel Spaß im Stall? Also mich stört das jetzt. Ich glaube, ich breche das jetzt ab, Leute. Das hört nicht mehr auf. Aber jetzt denke ich die ganze Zeit so, jetzt haben wir es ja bestimmt bald. Ich glaube, ich habe Toilettennutzung auf 50 Cent gestellt und es müsste eigentlich dann auf alle Toiletten greifen. Ich habe das zumindest so eingestellt. Oh. Habe ich eigentlich eingestellt. Wie ist es jetzt hier? Ja, habe ich hier gemacht. Ja, danke, Rennepeter. Danke und Hallöchen. Ich schon gerade zahlst du mir die heute 900 kalt. Ey, true, ne? Ich glaube, wir haben den Eintrittspreis schon zu hoch. Wenn ich den jetzt noch höher stelle, rasten die aus. Ich muss das erforschen, ne? Ist nur die Frage, was wir davon erforschen müssen, damit das passt. Also, welches ist es? Hm. Weiß ich jetzt nicht, ne? 50 Cent für Gacki finde ich frech. Nö. Nö, das ist absolut legitim. Man muss ja gucken, wo man bleibt. Entschuldigung. Guck mal, die lieben es. Die lieben es so. What? Kann es sein, dass unsere Schlange Drillinge bekommen hat, Leute? Wow! Wir haben Drillinge bekommen! Zeig mir die Schlangen. Braunschlange. Wir haben Drillinge. Süß. Oh, guck mal. Richtig wertvolle. Zwei Jungs und zwei Mädchen. Toll. Sunny, hallöchen. Mensch, wegen dir muss ich jetzt auch spielen. Oh, Henki, also sorry, but not sorry, ne? Sag ich, wie es ist. Guckt mal. Ey, wir haben so krasse Tiere mittlerweile da drin. Ich muss mal ganz kurz, ist er jetzt da drin? Mhm. Wir müssen mal ganz kurz alle einlagern. Ich muss, checken, was wir alles haben. Penelope, willkommen im Stream, hallöchen. Mach's dir gemütlich. Schön, dass du da bist. Okay, Pause. So, wir wollen natürlich nur die krassen einbauen wieder. Von den Boys ist dieser hier, Fernando, immer noch der krasseste. Der kommt wieder rein. So. Dann nehmen wir diese Girls mit rein. Und dieses Girl, oder? So. Wow. Wow, Leute. Haben wir da noch ein Jungtier oder was? Oh, null Jahre.
Das sind auch Drillinge. Altern die jetzt da drin eigentlich? Im Handelszentrum? Oder wie ist das? Luna, hallöchen, und Ines, hallöchen. Nein. Oh. Aber die wurden automatisch, oder habe ich die selbst ausgesondert? Zählen die dann praktisch noch gar nicht? Jasminelli, hallöchen. Tun sie nicht. Oh, das ist natürlich blöd. Und Julchen, hallöchen. Ja, wie war dein Tag? Mein Tag war ganz gut. Ich glaube, über Steam geht das. Aber ich weiß nicht, wie wir das machen könnten. Jetzt musst du dir was Neues überlegen. Warum? Wegen was? Immer etwas gegen uns. Mal sind meine Eltern falsch mit Holly Gassi gegangen. Holly. Wann anders haben wir angeblich zu viel Lärm gemacht. Die Nachbarn selbst hatten zwei Katzen, die natürlich alles durften. Selbst die ganze Zeit in unserem Garten sitzen. Wehe, wir haben sie verscheucht. Wir sind vor 4 Jahren dann umgezogen deswegen. Das ist so schade, oder? Wenn man wegen Leuten umzieht. Ich meine, ich verstehe das voll, ne? Aber das ist echt schade. Da sind doch jetzt viel zu viele Tiere da drin. Guck, jetzt wurden die automatisch wieder ausgewildert. Ja, da muss Fernando weil leider mal... jetzt hört doch mal auf, ihr Schafe, das ist ja eklig. Oh, Julchen, nee, und wir haben gerade so viele Sims-Challenges, da habe ich gar keine Zeit für eine andere tatsächlich. Also wir sind gerade maximal Sims-Challenge-mäßig ausgelastet. Bin auch gerade sehr happy mit den Challenges, die wir spielen. Slush? Soda? Jetzt habe ich wieder falsch gemacht, ne? Wegen der Aussprache. Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Kannst du nochmal ganz von vorne anfangen, vielleicht? Was denn für eine Aussprache? Bitte was? Bitte was? Weil man Sunny und Sunny gleich ausspricht. Es gibt ja wohl mehrere im Chat. Ja, das weiß ich, aber das ist ja... Also, da muss ich mir nichts Neues überlegen. Dann meine ich Sunny und dann meine ich Sunny. Und Penelope, danke für deinen Follow. Also, es schreiben ja auch nicht immer alle gleichzeitig, ne? Und das ist ja nicht... da müssen wir uns nichts überlegen. Das ist halt dann einfach so. Ich glaube, dass da alle mit zurechtkommen werden. Alle Sunnys und ne? Alle anderen Mäuse auch. Das kriegen wir schon hin. Guck mal, wenn wir das vielleicht hier hin machen. Und dann direkt daneben den Essensstand. Hotdog. Wir haben schon Burgerla... Passt es jetzt nicht? Warum denn? Ich bin verwirrt. Ach so. Nee, das gefällt mir jetzt nicht. Hot Dogs, man. Genau, ich denke auch, dass sich dann schon die richtige Person angesprochen fühlt. Absolut. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich wollte das gerne hier in die Lücke setzen. Was ist denn das jetzt? Warum ist denn das im Boden? Haben wir eigentlich money-technisch gerade ein Problem? So. Ist das Shep, Leute?
Das ist doch Shep, du. Das sehe ich doch von da oben, dass das Shep ist. Oh Gott. Nee, wir müssen da schon die Schlange auch länger werden lassen, ne? Wird doch wieder maximiert viel los sein. Warum ist denn da eine Brücke? Sie kommen schon, sie kommen schon! Hehe, die wollen jetzt hier essen. Ja, hallo, esst mal schön, gar kein Problem. Trinken haben wir auch. Das muss weiter nach hinten. Mach doch den Laden nicht gleich dicht, Mann. Gut, er hat wieder aufgemacht. Toll. Ich weiß jetzt zwar noch nicht genau, wie wir das dann mit dem Dach machen, aber da können wir gleich rumheulen, wenn es soweit ist. Dankeschön. Oh weia, oh weia, oh wei, oh wei. Oh Leute, wir haben übrigens Fallout beendet. Krasse Serie. Also, ich weiß nicht, also ich glaube, Fallout ist auch eine coole Serie, wenn man, warum ist denn das jetzt weiter oben? Das ist nämlich doch veräppeln, oder? Ich glaube, Fallout ist auch eine coole Serie, wenn man, boah, ob ich hängen will. Wenn man das nicht gesehen hat, ist es auch eine coole Serie. So. Also wenn man das Spiel... Oh. Also. Ich glaube, Fallout ist auch cool, wenn man das Spiel nicht gespielt hat. Genau. Ist cool. Okay. Das wollte ich sagen. War gut. Nee, mir gefällt es jetzt nicht so sehr. Na? No?
geht leider nicht, dass ich das weiter runtersetze, ne? Ja, der Boden ist auf jeden Fall höher an der Stelle, aber... Sollen wir da einfach einen Baum rauswachsen lassen? So für den Moment? Hilfe? Hä, ich möchte das anders drehen. Ach so. Gibt's da eine Platte für? Ups, ich habe was geküsst. Ich wollte nichts küssen. Es war ein aus Versehen Knutsch. Ja, also es gibt Themen, da sollte man auch nicht weiter drüber reden. Stehst du? Ja. Da redet man dann nicht drüber. Das nimmt man dann hin und... Wisst ihr, das ist wie in Sims. Unsere ersten Sims-Häuser, die kann man sich wahrscheinlich gar nicht mehr angucken, weil die wild waren. Und das ist ähnlich jetzt hier. Das ist nicht so schön, aber das ist der Anfang gewesen. Wisst ihr, so fing es an. Und wenn wir dann in einem halben Monat oder so unsere Bauobjekte anschauen, dann sage ich, guckt Leute, das war unser Anfang. Wisst ihr noch, oh mein Gott, wie unschön ich die Theken gemacht habe, weil ich einfach nicht wusste, wie ich es besser machen kann. Und dann werden die nämlich richtig krass, unsere Theken auf einmal. Das ist nämlich das. Das ist ja immer so. Ne? Fenster? Nee, die kriegen da jetzt nicht so wirklich Fenster. Wir können uns da jetzt nicht um noch Fenster kümmern. Nee. Also Paulinchen ist ein guter Punkt, ne? Fenster, aber nee, du, also... Es gibt keine jetzt. No? Hä, wieso ist denn das abgerundet? Was ist denn das für ein Ding? So. Da wird gemogelt, was das Zeug hält halt. Haben wir nur hier oben halt noch das Problem. Mhm. So. Ich möchte besagtes Dach. Hallo. Lass doch das Ding offen. So. Abuna. Ja, das ist... Irgendwer hat wieder Babys gekriegt. Gut. Oh, da hinten haben wir irgendwie nichts, ne? Sehr schön, Quack-Quack. Ach so, Wandfenster meinst du? Ach so, ich dachte, du meinst einfach Wände mit Fenstern. Ach so, ja, das ist natürlich sinnvoll irgendwie, ne? Auch damals keine Priorität, ne? Aber das, jetzt habe ich es halt, weil ich es schon anders gemacht habe jetzt, ne? Aber das ist gut zu wissen. Dankeschön. Ja, die nächsten Buden werden dann auch schon viel schöner. Aber jetzt weiß ich zumindest schon mal, was alles so möglich ist. Das ist doch gut. Ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Man nennt mich ab sofort Profi-Budenbauer. So, jetzt gibt's große Bäume, um die Toilette zu verbergen. Sagte sie und wählte den kleinsten Busch der Welt, ne? Wir müssen jetzt die Toilette ein bisschen verbergen.
Weil die gehen jetzt natürlich direkt von der Toilette dann darüber. Das ist ein bisschen unschön. Na, da müssen wir ein bisschen jetzt mal gucken. Nee, ja gut. Okay. Nee, eigentlich will ich genau sowas hier. Das ist doch gut. Schön viele Büschis. Ach so. Toll! Oder? Ich mag's voll. Ich mag's so gerne. Es ist so schön. Ui. Sitzbank. Noch einer, der vielleicht ein bisschen Merch verkauft. Nö. Okay, cool. Unser Esel kriegt Nachwuchs. Ist es dann jetzt schon der zweite Nachwuchs oder der erste? Guck mal! Hey, nee! Oh nee, Leute, wieso finde ich denn das jetzt? Nachdem ich diese hässliche Kackhütte gebaut habe? Real Talk? Ich habe diese Kackbuden überall gesucht und habe sie nicht... Nee, also das finde ich ja eine blöde Frechheit. Ich habe die Buden überall gesucht, ey. Überall habe ich nicht gefunden. Ich dachte, die gibt's nicht. Ich finde es frech jetzt. Wieso gehen die da nicht rein überhaupt? Nee, also... Pff. Ist einfach nicht okay. Die gehen da aber gar nicht rein, guck mal. Das ist ja mal mega daneben. Warum ist das so? Ich habe das alles gesucht. Doofes Spiel, ja. Aber wirklich. Eben waren die hässlichen Dinger noch toll. Ja, Meinungen ändern sich. Man glaubt es kaum. Aber meine Meinung ändert sich schneller, als wir denken. Mach den Laden da jetzt rein. Wow, weg mit den blöden Buden, ey. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das gebe ich zu. Aber es ist frustriert auch ein bisschen, ne? Was hast du kopiert? Jetzt könnte man flachen Bänken machen und Erdmännchengehege. Ja, also da können wir echt mal gucken gleich wegen... Also, jetzt, wahrscheinlich schaffen wir das heute nicht mehr mit dem Erdmännchengehege, aber... irgendwas hat keinen Strom. Ach so, ja klar, weil das ja jetzt da hinten im Nirvana steht. Jetzt warte halt, bis ich das weggebaut habe. Jetzt nimmt er die Bude nicht mit. Kann man Sachen selbst gruppieren? Gruppe trennen? Jetzt. Als Bauplan abspeichern? Nee. Okay. Ja, geil. Wieso kommt da keine Straße? Mmh.
Uiuiui. Nimm doch das Türchen mit, bitte. Ah, jetzt. Wie Krankheit? Was denn das? Okay. Jetzt haben wir da so einen Hubbel drin, aber das bleibt. Wo ist denn jetzt mein Imbiss? Was ist denn mit meinem Imbiss passiert? Ich frag mich, was mit dem Imbiss passiert ist. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin momentan so ausgelassen mit Challenges, dass ich gar keine Zeit habe, eine andere Challenge anzufangen. Also wir haben gerade sehr, sehr viele Challenges parallel laufen, daher erstmal nicht, nee. Also wenn wir irgendwann mal wieder eine Challenge brauchen oder suchen, dann gerne, bin ich offen. Aber für den Moment sind wir so ausgelassen, was Challenges angeht, dass ich da erstmal nichts brauche. Das geht nicht. So. Warum ist denn da Lalülala? Wirkt nur so, oder? Ja, das kann ich mir vorstellen, Carrie. Da haben wir jetzt ja gerade gar keine Kapazität, ne? Okay, das ist der Hotdog-Stand. Wir brauchen noch den Getränkestand. Milkshakes, Energy, Slushy, Soda. Juice. Gut. Schön. Welcome to the slushy stand. Warum ist da eigentlich Unkraut? Unsere Schäfchen, hört ihr sie? Süß sind sie. Warum ist da Wiese? Gut. Wow, Leute, guckt mal! Uiuiuiuiui! Ja, das ist natürlich jetzt kritisch hier mit dem Hügel. Müssen wir dann mal gucken mit Gelände und so. Aber wir wollen jetzt ein Erdmännchengehege dann machen. Also jetzt nicht mehr heute, aber wir machen dann beim nächsten Mal ein Erdmännchengehege. Weil die hier bestimmt auch viel entsorgen werden, machen wir jetzt hier mal zwei Mülleimer hin. Vielleicht können wir hier so einen kleinen Essensstand machen. Hier mach mal den Winkel weg und mach auch mal Raster. Was macht ihr denn da? Ah nee, guck mal. Hä, wie cool ist das bitte? Ist jetzt natürlich nicht der perfekte Kreis, aber hä? Ja, ja, sonst hätten die sich, glaube ich, schon beschwert, oder? Guck
mal, da können wir so Sitzbänke hinmachen. Die sind ja cool. Ja, ist ein bisschen eng, ne? Mister, ich bin hier noch am Bauen. Oh, das war lustig für sein Popo. Einfach weggedriftet. Und die nehmen mit den schönen Baum. Wow! Na, der ist vielleicht ein bisschen arg rustikal. Der hat so tolle, so dolle Rinde. Und der ist eigentlich cute. Wobei der fast schon zu klein ist. Wow, oder? Jetzt mal wirklich wow. Also ich find's echt richtig klasse. Also ich find's richtig, richtig schön. Ey, toll. Ey, toll, toll. Jetzt haben die auch endlich mal einen Grund, da rauszulatschen, ne? Aus dem Zoo. So, wie geht's denn jetzt allen? Kurz noch schauen, bevor wir aufhören, ob es allen soweit gut geht. Veterinärforschung, wie sieht's da aus? Die Schlange, okay. Die haben wir dann, die haben wir jetzt einfach auch fertig. Hat er jetzt den Frosch fertig gemacht? Habe ich abgebrochen, ne? Weil es mir zu blöd war. Okay. Gib mir mal eine Sekunde. Weil wir haben... Oh, meine Hände schwitzen, ey. Ja, ja, wir haben überall, wo es nötig ist, Spendenboxen platziert. Oh mein Gott, sind das viele Schlangen. Haben wir eingestellt, dass die automatisch 3 und 3... Okay, haben wir, ne? Jetzt kriegen die auf jeden Fall mal ihr Supergehege. Denen geht's jetzt mega gut, nämlich den Schlangen. Hier sieht's eigentlich, glaube ich, auch gut aus. Und hier auch auf 100%. Hammer, ey. Hammer. Gucken wir mal im Vivariumhandel nach. Oh, unsere Schlange! Oh mein Gott, wir können das erste Mal eine Schlange verkaufen, oder? Oh, meine Hände schwitzen so. Aber das ist ja großartig. Ja, wir müssen aber jetzt nochmal gucken, weil ich pack mal alle wieder ins Handelszentrum. Frosch. Jetzt müssen wir die kleinsten mal wieder reinsetzen, damit die wachsen. Das ist ein fast ausgewachsen. Ja gut, aber das geht ja gar nicht. Das steht doch bei allen dabei fast ausgewachsen. Okay, wir nehmen mal die Jüngsten mit rein. Dann den schrecklichen Fernando. Und diese Girls. So. Okay, die kommen jetzt hier rein. Und die Kleinsten kriegen mal die Pille. Weil der Fernando richtig crazy am Kinderkriegen ist. So. Und es reicht, wenn er das erstmal macht. Das mit den Kinderkriegen. So, der Rest bleibt jetzt erstmal da, wo er ist. Und Speedshare, willkommen im Stream. Hallöchen, dankeschön für deinen Follow. So. Okay, jetzt am Schluss gucke ich nochmal, dass die Barriere... Okay, das passt. Gucken jetzt hier nochmal drüber. Gehege ist zu klein. Wir haben viel zu viele Tiere, Leute. Wir müssen einmal noch ganz kurz zum Schluss jetzt unsere Tiere auswildern. Wir gehen mal auf Forschung Alpakas und auf die Esel. Weil Esel möchte ich auch gern mehr haben. Das finde ich crazy mit den Eselchens. Okay, wir gucken nach den Schafen. Wir haben unendlich viele Schafe. Ach du grüne Neune. Leute. Ach du grüne Neune.
Die haben ja auch echt Inzuchtprobleme, ne? Das kann man doch gar nicht mehr im Blick behalten. Ich raff ja schon gar nicht mehr, mit wem und wie und wo. Ja, vielleicht macht es sogar Sinn, wenn wir mal ein neues Schäfchen holen, ha? Huh? Was haltet ihr davon, wenn wir einen neuen männlichen Schaf und, oder, was sind denn die besten, die wir haben? Guck mal, wir haben diese, ich verstehe das immer noch nicht, wieso dieses Tier Gold ist, aber nur 766 Punkte hat und die sind Bronze, haben aber 974. Ich verstehe das nicht, Leute, ich verstehe das nicht. Gut, Jungtiere können wir eh nicht aussiedeln. Dass wir vielleicht für Marple ein neues... Dass wir für Marple ein Männchen holen. Dass wir praktisch alle Männchen aussortieren. Diese alle. Dass wir nur Marple... Und die Kinder behalten. Und ein männliches nachholen. Was haltet ihr davon? Das wäre doch vernünftig, oder? Okay. Wow. Ach so, Abigail ist schwanger. Okay. Oder was bedeutet das? Ja, ne? Dass sie schwanger ist. So, Jason, du gehst jetzt bitte auch. Du warst echt lange dabei. Irgendwann ist Schluss. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mit unseren Blättern ein richtig krasses männliches holen können. Ja. So. Wir können entweder ihn oder ihn hier holen. Nehmen wir doch die, ihn hier, oder? Weil der hat eine größere Fruchtbarkeit. Ich glaube, ist so, dass ein Tier ab einer bestimmten Stufe ein entweder Silber, Bronze oder Gold bekommt und dann quasi davon wieder von Null angefangen wird, neu gezählt wird. Okay, das heißt, dann bin ich aber schon richtig, Schokokookie, dass jetzt beispielsweise dieser hier besser ist als dieser hier, oder? Weil der hat jetzt, die haben beide denselben Wert, aber der hat Silber und der hat Bronze, korrekt? Tevin hat bessere Werte. Das ist der bessere Boy, der bessere Stecher, sozusagen. Stich, das ist richtig. Das ist Business. Das ist scharf Business. Genau, okay, dann machen wir das doch. Dann nehmen wir ihn jetzt mit an den Zoo senden hier rein. Und, wir gucken auch mal, ich bin jetzt nämlich neugierig, ob unsere Frösche, weil wir die erforscht haben, ob die Frösche jetzt, ob wir bessere kriegen, weil wir die bis zum Ende erforscht haben. Wie heißen die denn nochmal? Ach so, die kriegen wir nur im Vivariumhandel, ne? Nur wenn sie, also bei gefährdeten Rassen muss man die vorher in die Quarantäne, aber sonst ist jetzt nicht so wichtig. Weil, ist es nicht so, dass wenn ich das besser erforscht habe, dass ich auch bessere Tiere vorgeschlagen bekomme?
Na gut. Würde ja Sinn machen, oder? Weil ich mich dann besser mit dem Tier auskenne. So, jetzt müssen wir, oh Gott, nach unseren Eseln. Ich glaube, Esel ist noch angenehm zu gucken, weil wir noch nicht so viele haben. Aber selbst da haben wir schon einige. Esel haben wir hier. Ausgewachsen, unfruchtbar. Colleen ist halt unfruchtbar, ne? Weil ich ihr die Pille gegeben habe und das ist auch gut so, Leute. Gabriela, wir haben 3 Weibchen und 2 Männchen. So habe ich es wenigstens verstanden. Okay. Okay, ja, gut zu wissen, Ace. Anna, Hallöchen. Okay, Mini. Ich muss noch mal schnell schauen, wie die Esel das mögen. In wie vielen Tierengrößen sie 1 bis 6. Ein Männchen bis zu 5 Weibchen. Das heißt, wir müssen eigentlich bald unser Eselmännchen aussiedeln. Oder den Daddy, weil die sonst schimpfen, ne? Aber den können wir noch nicht umsiedeln, weil er noch zu jung ist. Müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten, ne? Ja, Colleen und so, die können bleiben. Also eselmäßig sind wir gut dabei. Alpaka haben wir auch so viele. Genau, das ist das Alpha-Tier. Ja, Lilly, das habe ich zum Glück jetzt auch gerallt. Weil das habe ich auch nicht verstanden am Anfang. Mika. Mika werden wir umsiedeln in ein Seniorenzoo. Das liebe ich so, ne? Ich finde es blöd, dass der den Filter immer rausschmeißt. Dann haben wir... Ja, Tina, wir machen gleich Schluss, aber ich muss noch ein bisschen Tiere auswildern, weil wir haben viele Tiere gerade. Wir haben hier auch sehr viele Männchen und weniger Weibchen, ne? Wie wäre es, wenn wir auch hier mal ein bisschen sortieren? Das sind Jungtiere, fast ausgewachsen, ausgewachsen. Dann würde ich doch mal Hans abgeben. Eddie soll befruchten. Luca wird gehen. Wir werden... Ah nee, Andreas geht dann wieder nicht, ne, glaube ich. Ciao, miau, ihr Süßhasen. Was ist denn mit dir? Ach, du bist noch zu jung. Und Andreas soll jetzt am besten auch keine Kinder kriegen. Wer ist denn überhaupt Eddie? Von wem? Weil die haben sich noch nicht wegen Unzucht beschwert hier. Wir haben jetzt aber dieses Superschaf gekauft, ne? Wo ist denn das? Unser neues Superschaf. Upsa. Ey, hallo, ich muss doch das... So. Wo ist besagtes Schaf? Außenseite. Oh nein! Du bist doch das Superschaf, oder? Govon? Nee. Tevin ist das Superschaf. Govon, du musst gehen. Tut mir leid. Nee, warte mal, bleib mal da. Du musst gehen. Ich will nicht, dass du ein Außenseiter bist. Das bekommt dir nicht so. Du kommst in einen wundervollen Zoo. Mit wundervollen Tieren, die dich so schätzen, wie du bist und dich lieben. Nicht so wie in unserem Zoo, wo die dich ärgern. Das ist mir nicht recht, ne? Toll! Ja, haben wir doch super gemacht. So, und Laval wird auch die Pille kriegen. Wer ist denn Tevin jetzt schon wieder? Ach, das ist unser Neuer. Ja, 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 das weiß ich doch. Und du wirst nicht mit deinen Geschwistern wilde Sachen machen. So. Haben wir! Wow, wir haben das richtig gut gemanagt. Findet ihr nicht auch? Und wir haben eine Toilettenbude gebaut. Hier hinten einfach mehr los jetzt als hier, wo ich eigentlich dachte, dass wir den Fokus setzen. Okay, die sind hier schön am Forschen. Dann würde ich sagen, füllen wir noch ein Vivarium zum Schluss jetzt, oder? Machen wir noch ein Vivariumstier rein.
Ja, okay. Wir machen rein. Also wir haben... Oh, Axolotl, Leute! Das habe ich gestern bei Becky gesehen. Das war so süß. Wollen wir Axolotl nehmen? Die sind jetzt nicht so super paarungsbereit, glaube ich. Aber sie sind sehr süß. Und ich habe bei Becky gesehen, dass sie sehr vom Aussterben bedroht sind. Wollen wir sie nehmen und großziehen? Nehmen und lieben und ehren. 1 bis 5 Gruppengröße. Die machen auch promisikutiv alles auf einmal praktisch. Ja? Guck mal. Das ist so sad, oder? Die wachsen nur noch in Methico. Ich finde, Axolotl haben auch was von Dinos. Die haben so krass was von Dinos. Axolotl sind die Dinos der Moderne. Ja. Wo sind denn sie jetzt? Ich glaube, ich habe es jetzt falsch gemacht. Wo sind denn die Axolotl jetzt, die wir gekauft haben? Habe ich die jetzt noch nicht gekauft? Oder haben wir jetzt gleich 4? Die Tiere wachsen, genau. Die wachsen da. Habe ich wachsen gesagt? Die leben da, Leute. Die leben doch da. Unser Küken, habe ich jetzt Hallo gesagt? Die leben doch da. Was meinst du, die verlassen den Weg nicht? Dann geh beim Streichelzoo. Oder wie? Wo sind denn die jetzt? Habe ich die jetzt gekauft oder habe ich die jetzt nicht gekauft? Habe ich jetzt irgendwo aus Versehen Axolotl eingepaart? Habe ich hier irgendwo eine Aufbewahrung? Ah, hallo. Oh, super. Habe ich da jetzt irgendwie eine Aufbewahrung? Ah. Ja, aber ist doch gar nicht falsch zu sagen, die wachsen da. Gott, wir haben nicht mitbekommen, dass... Ist nicht falsch. Warum ist denn der im Handelszentrum? Ja, dann habe ich die aber... Ah, doch, da ist unser Axolotl. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Zwei Hasen. Rein mit euch. Oh, das ist ja ein tolles Gehege. Oh. 15 bis 20 Grad. Und 80 bis 90. Ui, das ist eine hohe Feuchtigkeit. Okay, dann werde ich jetzt aber auch auf jeden Fall die Axolotl erforschen, ne? Ah, die erforschen gerade hier, aber... du musst jetzt von der Alpaka-Forschung leider auf die Axolotl umswitchen. Ist mir wichtig. Wir sagen mal... Was war das? Gruppengröße? 5, ne? Eins bis fünf, okay. Ja, dann behalten wir immer 2-2, oder? Ne, machen wir mal 3-1. Genau, das wird jetzt erforscht. Das ist perfekt. Weil wir haben ja noch nichts, was wir denen jetzt schön machen können im Gehege. Dann machen wir da noch die Spendenbox hin. Weil die Axolotls brauchen auch ein bisschen Spenden. Na, okay, machen wir es halt hier hin. Ah, ich habe aber die Infotafel immer nur so gestellt, dass man es von der Seite sieht. Vielleicht muss ich die Infotafel dann auch nochmal anders stellen. Für hier hinten, wisst ihr? Oder hier hin. Ups. Naja, sind eh keine Leute. So. Okay. Man kann ja
kann die färben? Oh, die haben auch so einen Farbeditor. Oh. Sieht viel besser aus mit dem Grün, oder? Ah, das glitscht immer so blöd. Aber ich glaube, das geht, ja, das geht egal, wie es steht, glaube ich, rüber. Dann können wir die nämlich da hinstellen und das fliegt über das Ding drüber. Wo steht da ein Baum in der Infotafel? Oh, die ist ja leer! Kein Wunder, sind die alle ungebildet. Also die Gäste. Ja, haben wir. Macht es, Suna, unbedingt. Übrigens, meine Schwester hat gesagt, dass sie super, super gerne ihre Tochter auch Suna genannt hätte. Dass ihr der Name so gut gefällt. Fand ich sehr schön. Der Name Suna gefällt mir nämlich auch voll gut. Oh nein. So. Okay, cool. Ich weiß es nicht, Janni, aber ich freue mich, dass es sich für dich smooth anfühlt mit meiner Steuerung. Das ist nicht so wild, das freut mich sehr. Ich werfe zum Beispiel immer ein und kopiere die dann. Das macht total Sinn, Mini. Ja, das macht total Sinn. Hä, da ist ja doch ein Balken. Nee, jetzt ist da kein Balken mehr. Doch. Hä? Ach, und den haben wir abgebrochen, ne? Weil das immer noch so wenig voranging. Dauert ja Jahre, ey. Aha. Interesting. Ja, das Axolotl-Gehege können wir auf jeden Fall schon ein bisschen verbessern. Oh, das ist das Schlangengehege. Oder nicht? Doch. Ja, guck mal, geht doch schneller, als ich dachte. Ich habe den Balken die ganze Zeit nicht gesehen. Ich habe wegen deinen Streams auch wieder einen richtigen Planet Zoo-Hype. Hab auch einen neuen Zug geschaut. Wie cool, ey. Ja, also es könnte passieren, dass ich vielleicht offline auch mal spiele. Wenn ich das tue, dann würde ich aber nur Grundstücke abdecken. Also zum Beispiel, dass ich sage, okay, hier würde ich vielleicht ein Gebäude hinmachen. Ich würde ohne euch aber keine wichtigen Tiere platzieren. Also ich würde gar keine Tiere wahrscheinlich platzieren, sondern einfach nur ein bisschen Inzucht unterstützen, Alter. Oh mein Gott. Unterbinden und... Oh mein Und ein bisschen Landscaping, vielleicht hier, dass die Felsen ein bisschen grau sind. Also einfach vielleicht hier noch ein bisschen. Also wenn ich spiele, könnt ihr versichert sein, dass ich nichts machen würde, was krass an Verpassen grenzt, ja? Also ich werde schon gucken, dass ihr nichts Krasses verpassen könnt. Weil ich weiß, wie blöd es ist, wenn man dann was nicht mitbekommt, so. Das will ich nicht. Aber es kann sein, dass manchmal die Sucht vielleicht reinkickt bei mir und ich dann doch das ein oder andere machen will, offline. Nur damit ihr da einfach schon mal gehört habt, dass es passieren kann. Das kann ich euch zeigen, klar. Ich wollte dir nur das Gehege noch ein bisschen verbessern, kurz. Oh, geht nicht. Okay, ja, weil es macht gerade unglaublich viel Spaß und es kann sein, dass ich noch mal ein bisschen... Ich freue mich auf die Erdmännchen. Die machen wir auf jeden Fall beim nächsten Part. Als er... Da ist es! Oh, ganz klein. Oh, hallo! Kann man das auch anklicken? Nee, ich glaube nicht, oder?
Wie komme ich denn in die Azzalotl Cam? Oi. Oh, hi. Azzalotl. Ich weiß nicht, wie ich Play drücken kann. Jasmin. Haben wir davon jetzt einen Clip oder was? Entschuldigung. Hilfe. Gehege zu klein. Wegen den Eseln bestimmt, Leute. Das ist doch bestimmt wegen den Eseln. Nee, das ist bestimmt wegen den Eseln, weil wir so viele Esels haben jetzt. Außenseiter, Geschlechterverhältnis. Oh mein Gott, Jesus. Gib. Azzalotl. Okay. Wir machen jetzt Schluss. Gleich. Axel, das Azzalotl. Sollen wir ihn noch benennen? Haben wir das noch nicht? Wir haben noch keinen. Nee, stimmt. True, können wir machen. Axel und? Wie heißt sie? Esel. Also, sie heißt nicht Esel, sondern das ist ein Esel. Ja, Julius, du musst leider... Genau. Tschüss, du kleiner Hase. Du bist kein Außenseiter mehr. Es ist vorbei. Das lasse ich nicht zu, dass der ein Außenseiter ist. Ja, und wir müssen tatsächlich... Ja, Colleen ist die Mom, ne? Das können wir nicht bringen. Vielleicht diese Maus. Die ist noch ein Jungtier. Das geht also auch nicht. Ja, Lexi. Nee, warte mal. Colleen war das Kind. Lexi ist die Mom. Dich werden wir verkaufen, genau. Okay, ich hoffe, dass das Gehege jetzt nicht mehr zu klein ist. Ich meine, zwei Esel weniger ist schon gut, ne? Angie, Hallöchen und Melli, Hallöchen. Ja, vielleicht. So ein bisschen seitlich vielleicht noch das Gehege. Ich mag es nicht, dass die im Streichelzoo es nicht mögen, dass, viele Büsche und Pflanzen da sind. Das stört mich ein bisschen. Das macht den Streichelzoo ein bisschen ugly, finde ich. Aber man darf natürlich auch nicht, also wenn sie es halt nicht wollen, dann kann man da nicht viel machen, ne? Aber ich würde mir irgendwie wünschen, dass sie da ein bisschen freudiger mit umgehen, mit... Naja, ihr wisst schon. Es gefällt ihnen halt nicht. Das ist schade. Axel und Lotti, wegen Axolotti. Oh mein Gott, ja, okay. Ich kümmere mich. Den Tieren? Was mit den Tieren? Den gefällt es nicht. Ja, wir können dann gucken, ob wir im nächsten Part das Gehege ein bisschen vergrößern vielleicht. Wieso steht der Typ hier eigentlich rum, wie bestellt und nicht abgeholt? Ob der was schaffen will? Ja, genau. Freund, wir haben hier einen Zoo zu leiten. Kümmern Sie sich bitte. Ja, okay, damit sieht es natürlich auch schon mal ein bisschen schöner aus, ne? Wenn wir da ein paar Blumen haben. Wenigstens außen. Ja, genau, die Tiere haben nicht so viel Bock auf viele Büsche und so. Also die haben da wirklich einfach gar keinen Bock drauf. Das ist ein bisschen schade. Sunny, es reicht, wenn du deine Nachricht einmal schickst. Ich kann gerade nicht so gut sehr lange Nachrichten lesen, weil ich gerade noch so im Flow bin. Ich lese gleich deine Nachricht. Aber es reicht absolut, vor allem, wenn die direkt noch drüber steht. Also wenn die irgendwann mal, wenn du das Gefühl hast, ich habe sie nicht gelesen und sie ist so nach oben im Chat verschwunden, dann darfst du sie gerne nochmal schicken. Aber wenn ich, also ich meine, ich sehe sie ja sogar noch, deine Nachricht. Ich werde die gleich anschauen. Sobald ich hier gleich diese Büsche hier fertig platziert habe. Ja, viel besser, oder? Guckt mal. Oh ja. Ja, glitscht alles ein bisschen durch den Zaun, ist aber egal. Mini-Erdmännchen-Anhänger, das ist ja süß.
Eddie. Okay, aber wir kriegen jetzt noch keinen Eddie, weil wir sind noch mittendrin beim Axolotl. Also wir kriegen jetzt erstmal, ich muss jetzt kurz, also wir müssen jetzt gleich, muss ich gehen. Wir haben ja schon Nachwuchs. Wer ist denn jetzt wer? 4 Jahre alt. Also, Axel, so, und eins der Girls benennen wir noch, weil Jochtil und Kyoloma ist ein ja großartiger Name. Sie wollten wir noch Lotti nennen. Der Rest, den lassen wir, weil das sind so witzige Namen, kann ja kein Mensch aussprechen. Der Axel hat ganze Arbeit geleistet gegen Fix, ja. So, warte, dann können wir noch schnell die Forschung... Oh, das ist aber auch gefährlich, ne? Man droppt so von einem zum nächsten. Ich bin mit dem Enfi verabredet. Ich kann ihn jetzt nicht noch länger da warten lassen. Ich muss jetzt aufhören, Leute. Was ist mit dem Spiel? Das ist ja furchtbar. Man konnte überhaupt nicht aufhören. So. Okay. Axolotls, geht's gut. Wir haben Axolotls! I love it! Axolotls! Da muss ich gleich dem Enfi erzählen, dass wir Axolotls haben. Axolotls. Das wird ihm auch gefallen. Der mag die auch nämlich. Der findet, die sehen lustig aus, sagt er immer. Ja, okay. Der Busch muss noch weg. So. Wir haben ordentlich geschafft heute. Doch! Wir haben viel gemacht. Oh, wieder was abgeschlossen. Ach, guck, dann können wir noch ein Gehegerandstück machen. Auch schön. Ja, voll schön. Okay, können wir nicht. Gut. Wow, ich habe ganz schwitzige Hände, ey. Ich mag auch total den Boden. Jetzt hier im Streichelzoo-Bereich. Hier mag ich das mit dem Stein. Und wir brauchen dann im nächsten Part machen wir Erdmännchen. Wie gesagt, es kann sein, dass ich ein bisschen spiele. Vielleicht mache ich hier ringsrum einfach ein paar Pflanzen hin. Oder mache das Gehege ein Mühchen größer. Das kann sein, dass ich vielleicht hier so eine Schlafkoje reinmache. Aber große Sachen mache ich immer mit euch on Stream und on Video, okay? Okay. Wow, ja, ich will nicht raus, aber wir speichern jetzt. Doch, ist vernünftig, Leute, ist vernünftig. Wundertüten so. Save the game. We save the game. No. Okay. Nächste Woche sehr wahrscheinlich am Donnerstag. Vielleicht auch am Mittwoch, aber sehr wahrscheinlich am Donnerstag. Da machen wir auch einen Disney Dreamlight Valley Stream. Es ist nochmal ein gesponserter Stream am Donnerstag. Da habe ich auch sehr viel Bock drauf, weil, also nicht nur, weil der Stream gesponsert ist, natürlich immer sehr cool, aber es ist auch einfach ein geiles Game und ich habe Bock weiterzuspielen mit euch. Wir holen nämlich Daisy am Donnerstag, aber ich habe auch voll Bock auf Planet Zoo. Vielleicht kann ich am Mittwoch oder am Freitag auch ein bisschen Planet Zoo einbauen, spontan, als spontaner Stream. Momentan bin ich ja mittwochs und freitags immer mit Uni beschäftigt, aber vielleicht mache ich mittags einen spontanen Zwischenreihen-Stream. Genau, entweder Mittwoch oder Freitag. Ist das möglich? Ich glaube, das wäre möglich. Aber da sage ich, ich mache es spontan. Da sage ich nicht Bescheid, es wird spontan passieren. Okay, ihr Mäuse. Vielen, vielen Dank an alle, die bei YouTube zugeschaut haben. Gerne bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr die Streams schaut. Auf Wiedersehen und tschüssli. Bye.